Ja, ja. Bitte sehr. So, Sie sind der Herr Stark. Das ist der Benno Stark. Ja. Das ist er. Ich bin der Sonny Boppeler, Import-Export. Aber wir haben kein Geheimnis voneinander. Wir sind ja beide sehr gute Kunden von Ihrer Bank, der ZKB. Also unser Kapitalverkehr, der bewegt sich ja bereits auf einem Niveau, dass wir eigentlich müssen den Status von einer Korrespondenzbank haben. Ja. Und Sie hätten beide gerne Kundenberatung heute? Wissen Sie, ZKB ist ja seit neuestem systemrelevant. Ja, das ist richtig. Und weil wir beide entscheidende Kunden sind... Systemrelevante Kunden, möchte ich fast sagen. Genau. Haben wir gedacht, wir suchen jetzt einmal von uns aus Gespräche mit Ihnen. Ja. Ja, eben, wegen den Dings, wegen den Eigenkapitalvorschriften, die jetzt ja die in Bern oben uns Zürcher wegen der Bilanz, sie verstehen, Fräulein. Also, die Frage ist ja einfach vor oder nach Steuern. Und soll dann der Sockelbeitrag... Also, was der Sonny will wissen, ist unser Klüter bei der ZKB noch sicher? Herr Stark, es tut mir leid, aber im Moment sind Sie Minus. Benno, lass mich das machen. Also, Fräulein Chorlacher, die Situation ist doch folgende. Die Nationalbank hat ja endlich eingesehen, dass wir Zürcher einen wesentlichen Teil der schweizerischen Volkswirtschaft darstellen. Ja, so ungefähr, ja. Eben, sind wir uns so weit einig. Gut, jetzt, der Benno und ich als Kontoinhaber, als Stimm- und Wahlberechtigte Zürcher, als Steuerzahler in der Stadt, beim Kanton und im Bund. Eine Ämterkumulation, die seinesgleichen sucht. Richtig. Und bevor wir jetzt mal zum Wesentlichen kommen, möchte ich Ihnen, Fräulein Horlacher und Ihrer Bank, der ZKB, zu dieser sagenhaften Positionierung im Finanzmarkt herzlich gratulieren. Also wirklich, das ist das enorm. Ja. Paul! Das ist sehr nett. Aber das hat auf unser Privatkundengeschäft eigentlich keine Auswirkung. Das sagen Sie! Kommen wir zum Wesentlichen. Aufgrund von befristeten Liquiditätsengpass meinerseits muss ich jetzt bei Ihnen einen Kreditkredit beantragen. Also Cash, Bar auf die Hand. Sie möchten die Nöte gar nicht einpacken. Es tut mir sehr leid, aber ich kann da gar nichts machen bei Ihnen. Aha! Gut, das nehmen wir zur Kenntnis, wenn das so ist. Aber wir können auch anders, gell, Benno? Wir machen jetzt nämlich Folgendes. Wir kündigen jetzt beide Konten bei Ihrer Bank. Inklusive Minus. Gehen zu den UBS. Weil dort werden nämlich noch risikobereite Kunden wie wir geschätzt. Ja, und dort gibt es Ende Jahr auch noch einen Gratis-Kalender.